greifen die Mannschaften ein. Genau. Dortmund gegen Mainz. Ja, und da wollen wir mal gucken, was diese Elf gegen Mainz auf den Rasen bringt. Wir müssen sagen, Mainz spielt mit der vollen Kapelle, ne? Ja, Mainz macht genau das, was Achim Bayer-Lorzer vor dem Spiel gesagt hat. Oh, jetzt muss er aufpassen. Da verliert Julian Brandt den Ball. Erste Chance für Mainz. Bayer-Lorzer hat im Interview mit seinem eigenen Vereins-TV gesagt, dass er hohes Tempo, Aggressivität fordert, hohes Angreifen. Und ich glaube, der Ball ist super. Kriegt er nicht vorbei. Aber auch stark von, muss man mal sagen, stark von Robin Zehntner. Da ist er ruckzuck. Denn Thorgan Hazard spielt den Ball auf Julian Brandt und der schießt nicht das 1:0. Scheitert an Robin Zehntner. Ich glaube, der hat den Ball sogar ins Gesicht gekriegt. Zumindest den Abpraller. Das hätte es durchaus sein können. Ja. Wenn er ihn noch kriegt. Nico Schulz ist ja schnell und er kriegt ihn noch. Schade. Ein bisschen mehr Druck drauf. Ja, und vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Thorgan hinterläuft, kriegt jetzt den Ball. Oh, schön. Schade. Eigentlich ein schöner Kopfball, knapp drüber von Julian Brandt. Stattdessen zeigen wir euch aber im Stream gleich noch das Watt. Wer bist du denn? Oh, warten wir mal kurz. Onisivo. Und den macht er. Der ist drin. Und jetzt getunnelt und Halbzeit. Und Halbzeit, genau. Puh. Na, dann noch ein Tor. Was war das denn? Das brauchten wir jetzt aber nicht zum Pausentee. Karim. Onisivo hat dann keine Probleme mehr einzuschieben. Zum 1:0 für den FSV Mainz. Brun Larsen ist in der Kabine geblieben und für ihn mit der 17 ganz vorne drin Erling Haaland. Ja, das ist ein bisschen viel für mein Körper manchmal nach fast 8 Wochen. Aber so in... Das ist das 0:2. Der war aber auch ganz frei in der Mitte. Und das ist am Ende der Wichtigste, dass das alles... Jetzt können sie sich aber bei Marvin Hitz bedanken. Das kann man immer. Wollen diejenigen sein, die den neuen Stürmer am Torschuss gehindert haben. Jetzt sind Mainzer schon wieder im 16er. Oh, Alexandro Maxim verzieht. Freistehend aus 6, 7 Meter. Fragt, also morgen ist noch mal eine Trainingseinheit angesetzt, vormittags. Das wird aber wahrscheinlich eher locker ablaufen, da ja. Schade. Chris Führig mit viel Tempo gefällt mir gut seit seiner Einwechslung. Ja, und da ist Florian Müller zur Stelle. Satter Abschluss, aber vorbei. Und das war's. Abpfiff. Der BVB verliert das dritte und letzte Testspiel in Marbella mit 0:2 gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, danke, dass ihr trotzdem dabei wart. Also uns hat es trotz alledem Spaß gemacht.